Hallihallo meine Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Ich grüße euch. So, viel wurde diskutiert, viel wurde kommentiert, viel wurde vermutet. Und zwar, eure Vermutung, eure Hauptvermutung ist, dass die Wege zum Stückkosten im Verhältnis zum Schiff einfach anders sind. Und das ist durchaus nachvollziehbar. Dass es einfach mit dem Zug vielleicht eventuell zu teuer ist, eventuell zu weit ist. Boah, Alter. Alter, das nimmt jetzt echt Ausmaße hier an. Das ist phänomenal. Jetzt muss ich mir gerade ganz kurz überlegen. Lass mal ganz kurz was gucken. Ich überlege gerade was. Das kann durchaus was sein. Der kann alles mitnehmen, ne? Schafft 100 km/h. Betriebskosten sind okay. Schafft 80. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich möchte was ausprobieren. Und zwar das hier. Ich verlege jetzt mal die hier rüber. Ich guck mal, was passiert, wenn wir die auf einen eigenen Anschluss verlegen. Ich meine, die sind ja alle anschließend. Ja, also die können untereinander auch handeln. Warten wir mal ab. Das dauert zwar eine Sekunde, aber es sollte vielleicht auch besser gehen. Ich habe die Hoffnung, dass dadurch die Liniennutzung vielleicht ein bisschen hochzieht. Das Problem ist, wir sind auf den Stahl angewiesen. Der ist wichtig. Ohne die Schiffsroute schlecht machen zu wollen, aber diese Stahllieferungen waren einfach verdammt wichtig für uns. Jetzt probieren wir Folgendes nochmal. Ich hoffe, das funktioniert. Ich kann hier rausgehen, aber das geht nicht genau. Das funktioniert aber auch nicht. Wenn, dann muss es so funktionieren. Aber das ist mit dem Terminal echt schwer. Jetzt ist der angeschlossen und da. Geht zumindest bis hier ein bisschen was. Das sieht man nur sehr schwach. Jetzt müssen wir mal gucken, der geht von hier aus.
Wobei das auch Quark ist, ne? Den könnte man eigentlich anders laufen lassen. Den lassen wir mal von dort hier unten. Lassen wir den mal nach da fahren. Als Zweitlinie, damit er das noch ein bisschen mitnutzt. Und dann hier runter. Und von dort unten fährt er gleich wieder ganz zurück. Wir probieren das jetzt mal. Wir haben ja die Schiffe zum Glück noch alle behalten. Ich probiere jetzt mal, ob das... Wenn er jetzt das mitnimmt, ja, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau, ob das jetzt einfach am Zug liegt, dass er den Zug nicht mag, ob er die Fahrzeuge nicht mag, ob er die Kombination aus Fahrzeug, Zug und Schiff nicht mag, ob das zu viele Umstiege sind, ich weiß es nicht. Mal höchstens versuchen, das auf 2 aufzurüsten, weil es mit 2 einfach schöner aussieht. Jetzt nimmt er die Linie wieder. Ich werd verrückt. Ich meine, hier hinter will ja eh keiner mehr. Zumindest im Moment nicht. Hier könnten wir Stahl und Bretter anbringen. Oder Bretter und Plastik, um Güter zu produzieren. Das wäre für Gronau wäre das wichtig. Normalerweise sollte hier oben jetzt volle Eskalation sein, weil das halt... Ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum die das bevorzugen. Ja? Ich meine, es ist jetzt ein direkter Anschluss, das ist schon klar. Ich muss mal gerade was testen. Ist vielleicht zu nah am Wasser drüben, ha? Und diese eine Ausfahrt wäre nämlich extrem geil, wenn die hinhauen würde. Das verstehe ich. Dass er die nicht will, das verstehe ich nicht. Ich vermute mal, es liegt hier dran. Mal gucken. Wenn das noch funktionieren würde, das wäre so mega. Nee, es geht nicht. Geil einfach nur diese Dinger. Wie schaut es jetzt hier oben aus? Da müsste... Oh, Eskalation! Güter Gutenberg. Der müsste jetzt eigentlich alles mitnehmen. Von allem ein bisschen was. Treibstoff hauptsächlich jetzt in dem Fall. Der lässt auch wieder einen Haufen Treibstoff hier rumliegen. Der hat nichts im Lager. Wow, Moment. Wieso hat der kein... Der müsste doch eigentlich Getreide, Plastik, gut. Was haben wir hier? Güter. Gutenberg, Lebensmittel. Der müsste von hier kommen. Warum produziert der nichts mehr? Müsste viel mehr produzieren. Jawohl, wir haben hier auch noch ein Problem. Das muss ich auch noch mal bei Zeiten lösen. So, haben wir das jetzt auch nochmal ein bisschen zur Autobahn umfunktioniert.
können die viel schneller fahren letzten Endes. Die haben Vieh dabei. Ja gut, Vieh ist ja auch klar irgendwo. Das wollen die ja hier auch haben. Entweder das oder das zur Produktion. Aber die laufen gerade ein bisschen leer. Güter, Frauen, hört kein... Doch, die haben einen Fahrzeugersatz. Die hängen fest. Nicht schon wieder. Boah. Schauen die schäbig aus. Wo ist da schon wieder das... Hier schon wieder so ein Dilemma. Schnell. Wir müssen irgendwie dieses Problem hier lösen. Die hängen sich hier jedes Mal fest. So, weil es zu knapp ist hier. Der Eingangsbereich ist das Problem. Können wir das irgendwie besser machen? Whoa, 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 Lack of Doom. Schwierige Lage. Hier ist natürlich ein enormer Durchgangsverkehr. Hier ist ein unglaublich heftiger Seitenverkehr. Also das Frauenhut müssen wir umbauen. Ist natürlich auch logisch, dass die jetzt nichts bringen, ne? Hier das Chaos los, das habe ich vermutet und befürchtet ein bisschen. Aber jetzt kommen wenigstens wieder Leute an. Das ist jetzt schon mal ein bisschen was Schönes. So, wie schaut es hier mit dem Stahl aus? Boah! Die wollen wirklich Schiff haben, aber die Schiffe fahren halt in einem Takt, der hier natürlich auch schwierig ist. Als Schifffahrt 2 Güter. Ja, den muss ich jetzt erstmal rauspendeln. Der nimmt halt auch viel mit auf der Hauptroute. Und dafür ist dieser Fluss einfach auch zu klein für so viele Großschiffe. Das ist ein bisschen kompliziert alles. Vor allem, weil die alle auf derselben Achse kommen, weißt du? Hier gibt es kaum Möglichkeiten. Die müssten hier Signale haben, damit sie sich nicht die ganze Zeit... Ich weiß nicht, Wassersignale oder sowas, damit die sich die ganze Zeit festsetzen. Weiß nicht, das wäre so eine Idee, wenn du so Bojen hier hättest, ne? Und sagen könntest, hier ist eine Überholstrecke. Da kann einer warten, während der andere hier rausfährt, damit du hier, ne? Also Wasserfahrtzeichen vielleicht oder sowas, ne? In die Richtung. Weil hier könnte ich mir vorstellen, hier ist ein Einspurverkehr.
Und hier hättest du eigentlich die Möglichkeit zu sagen, hier kommt ein Signal hin und hier, wie beim Zug ja auch, ja, dass die sich hier als Ausgleichsfläche treffen, ja, und dann halt eben die Wege nicht mehr so hintereinander hängen, weil jetzt momentan bringt das irgendwie uns allen nichts. Außer graue Haare irgendwie. Davon hab zumindest ich schon genug. Boah, es ist crazy hier, die Stadt. Alter, Mühle hat wirklich einen Boom erlebt, seit die hier angeschlossen sind. Muss man sagen, das ist hier wirklich eine City, die ist heftig. Wir wollen da mit dem TGV 60 immerhin. Aber der wird wahrscheinlich noch gerade erst losgefahren sein, oder? Ne, da kommt er. Mit 96. So heftig wird er gar nicht bedient, ne? Zumindest im Augenblick nicht. Macht aber, glaube ich, ganz gutes Plus, so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nee, eine halbe Million Minus. Oh, oh. Müssten wir auch mal eine Aktualisierung mit einem TGV lang drauf machen. Viele haben gesagt, mach doch einen normalen TGV drauf. Machen wir auch. Einen normalen TGV als Ersatz drauf planen. Der ist ein bisschen arg lang geworden, aber okay. Dafür hat er ja noch ein paar Jahre Zeit. Also, ne, da ist noch Liebe drin. So, okay. Gucken wir mal schnell, der fährt jetzt mit Baumaterial weg. Das ist super für die ganzen Betriebe, die an dieser Anbindung hier dranhängen. Die profitieren natürlich von dem Doppelverkehr hier. Negativ an der ganzen Geschichte ist halt einfach die Tatsache, dass die sich hier alle zusammenstauen in der Zeit. Das kostet viel mehr Zeit, als es müsste. Wie gesagt, dafür funktioniert das mit dem Anbinden hier schon mal gar nicht so schlecht. Mal gucken, was der jetzt mitnimmt. Dauert immer ein bisschen beim Autosave, ja. Genau. Ja, gut, also der Voll fährt ja jetzt auch nicht, aber zumindest macht er nicht nur Minus. Hat man schon schlimmer gesehen. Ich meine, ich mag die Schiffslinien. Ich mag die wirklich gerne. So, pass auf, die nehmen zu wenig Passagiere mit. Ich vermute mal, dass da einfach die Zeit der treibende Faktor ist. Ich möchte jetzt bei der Wasserlinie hier, möchte ich mal kurz ein Umdenken dran haben. Ich möchte Highspeed-Boote hier einsetzen. Ich hoffe, das funktioniert auch. Weil die nehmen mit 12 Leuten, das Schiff hier funktioniert einfach nicht. Wahrscheinlich fahren die meisten, genau, die meisten fahren hier in die Stadt rein. Ja, wahrscheinlich parken sie da irgendwo und dann fahren sie weiter mit dem Zug. Weil kein Mensch setzt sich heutzutage da mehr in ein Boot rein. Die Idee war echt damals mit dem Boot hier wirklich ein bisschen was noch mitzunehmen, aber... Es tut mir ganz arg leid für diese Linie, weil ich mag diese Bootslinie eigentlich echt gerne, aber irgendwie... Nein, der Kutter schaut schon ganz schön bedient aus, wenn du mal ehrlich bist, hat er schon bessere Zeiten gesehen. Zeiten gesehen. Uiuiui. Okay, pass auf, dann geben wir dieser Linie jetzt mal einen kleinen Schubs. Machen wir mal Speedboote drauf. Ich hoffe, die sind wirklich so ein bisschen speedy. Also, haben wir auf jeden Fall einen größeren Zug da. Und sie brauchen weniger Platz auf dem Wasser. Schau mal, wie schnell die sind, die kleinen Dinger.
meine, 15 Leute ist nicht viel, aber ich glaube, das geht richtig gut, ne? Und wenn das besser wird, dann können wir da auch durchaus noch mehr Boote draufsetzen, weil die brauchen nicht viel. Die sind so klein, die Dinger. Alter. Was? Schau mal hin, der überholt ihn voll. Zack, dran vorbei. Das könnte nochmal der Linie richtig gut tun. Könnte ich mir vorstellen. Wobei die Linie natürlich schon immer am Bootsverkehr profitiert hat. Bei der Hauptroute mache ich mir mehr Sorgen. Das ist die im Prinzip. Wobei die jetzt auch irgendwie besser läuft, seit wir die Bootstouren geändert haben. Aber schau mal her, wie dieses kleine Mistboot. Ey, ohne Witz. Unglaubliche Geschwindigkeit. 16 km/h. Oh mein Gott, wir kentern! Wunderbar! Gib den, wir sinken! Da kommt ein anderes! Hi, Kumpel! Bitte fahr dran vorbei. Bitte. Oh, also hier ist so viel los auf dem Weiher, ja, dass da kommst du. Da kommst du halt auch nicht zurecht, ne? Güterzug Kronau sollte hier auf jeden Fall glücklich werden. Dann nimmt wenigstens mal ein bisschen was mit. Und hier machen wir einen kleinen Break. Warum? Ist da gerade einer unterwegs? Hä? Warum hält der Zug hier? Habe ich da irgendwo ein Signal vergessen? Ah ne, warte mal, wir kommen hier raus. Ich glaube, wir müssen hier nochmal ein Signal reinbauen. Und dann wird es nämlich zumindest Sinn ergeben, warum der hier stehen bleibt. Genau. Der könnte nämlich viel weiter fahren. Weil dann ist hier nämlich das nächste Signal. Und da oben dann sowieso. Scheppert da durch. Hier ist rot. Wahrscheinlich wird das jetzt grün in dem Moment, wo der durch ist. Wir machen mal schneller. Nee, ist immer noch rot. Warum ist hier rot? Ist da vorne noch irgendwo einer? Das interessiert uns hier nicht. Hier ist der nächste. Das ist auch rot. Jetzt wird's kurios. Wenn es an den Signalen lag, dann drehe ich völlig hohl. Dann wird's jetzt gleich richtig eklig. Dann werde ich voll eskalieren. Hier ist noch einer. Wie schauen die aus? Die sind auch rot. Und das hier ist auch rot. Der fährt unterirdisch weiter, der steht im Eingangsbereich und der fährt, die fahren alle. Also keiner gammelt hier irgendwo an einem roten Signal rum. Finde ich schon mal sehr schön und sehr angenehm, aber... Ich blicke wirklich nicht durch, warum der hier nicht mehr an dieses Ding abliefert. Der könnte so viel mehr einfach machen.
Da kommt jetzt endlich mal der erste Pot. Da hinten ist der nächste. Da ist wieder einer. Hier kommt wieder einer. Speedboat. Noch eins. Es sind so viele Menschen. Pass auf, wir machen jetzt mal eine Änderung auf der Hauptroute. Aber die machen wir erst nächste Folge. Wir wollen mehr Menschen mitnehmen auf unseren Hauptrouten, denn da staut sich doch ganz gewaltig momentan. Und da habt ihr unglaublich viele Ideen gehabt. Deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, habt eine wunderschöne Zeit. Ich wünsche euch was, euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss.